Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich dir drei gute Gründe nennen, warum Kristalle für deine Reiki-Praxis besonders wertvoll sind. Der erste gute Grund, warum du Reiki super mit Kristallen kombinieren kannst, besteht darin, dass Reiki seine Wurzeln unter anderem in einer Tradition hat, die in enger Verbindung mit Kristallen steht. Das heißt, zwischen diesen beiden Bereichen, Reiki und Kristallen, gibt es jahrhundertealte Verbindungen. Und da das Ganze eben so toll ineinander greift, kannst du dir sicher sein, dass diese beiden Traditionen gut miteinander harmonieren. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, kann man nicht alle spirituellen Traditionen irgendwie toll miteinander mischen und kombinieren? Nicht alle sind geeignet dazu, dass man sie irgendwie neu zusammenwürfelt oder kombiniert oder anderweitig die irgendwie zusammenbringt, sondern es gibt auch dort gewisse Regeln, auch wenn Kreativität natürlich immer was Tolles ist. Aber bei Reiki und Kristallen kannst du dir ganz sicher sein, dass das eine tolle Kombi ist, weil die Verbindung zwischen den beiden sowieso schon da ist, einfach geschichtlich und kulturell gesehen. Der zweite Grund, warum Kristalle für deine Reiki-Praxis wertvoll sind, besteht aus etwas ganz Praktischem. Und das merkst du doch sofort, wenn du es ausprobierst in deinen Reiki-Anwendungen. Kristalle eröffnen dir einfach so viele neue Möglichkeiten mit Reiki, dass es einfach nur großartig ist. Ja, denk mal drüber nach, wenn du Hände auflegst und du nimmst dann einfach einen Kristall dazu, dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten von Kristallen, die du dazu nehmen kannst. Und je nachdem, welchen du dir aussuchst, bringst du eine ganz bestimmte Energiequalität mit rein. Und das heißt also, vorher hattest du eine Reiki-Anwendung und wenn du jetzt Kristalle dazu nimmst, hast du eine Reiki-Anwendung, aber einfach total viel verschiedene Variationen. Denn Mineralien, Steine und Kristalle gibt es also wirklich extrem viele und deswegen hast du da auch extrem viele Möglichkeiten. Der dritte Grund, wieso es toll ist, wenn du Kristalle in deine Reiki-Praxis einbeziehst, besteht darin, dass du damit deine spirituellen Fähigkeiten entwickeln kannst und du kannst auch deine persönliche Entwicklung voranbringen. Warum ist das so? Gerade eben habe ich erwähnt, dass die Kristalle deine Reiki-Praxis enorm erweitern. Du gehst da extrem in die Breite und das bedeutet einfach, dann setzt du dich ja mehr mit Spiritualität auseinander, du setzt dich mit den Energien von den einzelnen Kristallen auseinander und das führt einfach dazu, dass du mehr trainierst und mehr ein Gespür für spirituelle und energetische Arbeit bekommst. Und so können sich deine spirituellen Fähigkeiten durch die Kristalle weiterentwickeln. Außerdem gibt es ja extrem viele, viele, viele Kristalle und Steine und Mineralien. Und denen werden auch immer gewisse Themen zugeordnet. Da gibt es auch wieder sehr viel Literatur und du wirst, denke ich, zu jedem Thema auf der körperlichen, auf der psychischen, auf der mentalen Ebene irgendetwas finden, was zu deiner Lebenssituation passt oder zu einem persönlichen Thema von dir passt. Und so kannst du dir also ganz gezielt Steine und Kristalle aussuchen, die jetzt gerade für dein Thema besonders wertvoll sind und die du dann in deine Reiki-Praxis mit einbinden kannst. Und das ist deswegen großartig, weil es im Reiki in erster Linie darum geht, dass du deine spirituellen und deine Persönlichkeit
entwickelst. Die spirituellen Fähigkeiten und die persönliche Weiterentwicklung waren ein Hauptanliegen des Reiki-Begründers Mikao Usui. Und das war ihm so extrem wichtig, dass seine Schüler das für ihn sogar in Stein gemeißelt haben, nämlich auf seinen Gedenkstein. Ja, und jetzt weißt du, warum es toll ist, wenn du Kristalle in deine Reiki-Praxis mit einbeziehst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video dalässt. Und bitte schreib gerne deine ganzen Fragen, deine Kommentare oder deine Erfahrungen mit Reiki und Kristallen, alles, was dir einfällt, unten in die Kommentare rein. Und dann werden wir darauf auch antworten. Und dann haben wir bestimmt auch sehr spannende Gespräche und Diskussionen, die sich da ergeben. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!